Hör Moussa, Haus des Moses. So heißt das Kloster, das 50 Kilometer von der senegalesischen Hauptstadt Dakar liegt. 35 Mönche leben hier getreu der benediktinischen Regel Ora et Labora, bete und arbeite. Berühmt gemacht hat das Kloster ein Instrument, die westafrikanische Stegharfe, genannt Kora. La première fois que je suis venu ici, das erste Mal bin ich hierher gekommen, um mich umzuschauen, einfach aus Neugier. Ich hatte schon zuvor vom Klosterchor Moussa gehört. Es ist ja berühmt in der ganzen Region, aber in meinem Kopf war es etwas für die Alten. Mich hat das gar nicht interessiert. Dann habe ich einen Mönch aus Chor Moussa getroffen, also jemanden, der Mönch geworden ist. Ich kannte ihn, er stammte aus Thiès wie ich. Das hat mein Interesse geweckt. Seither versuche ich, diese Präsenz Gottes zu halten, mich mit ihm zu verbinden, die Gottesbeziehung zu entwickeln. Das bedeutet es, im Kloster zu leben, nach Gott zu suchen, zu versuchen, ihn immer mehr zu erkennen und diese Erkenntnis dann mit den anderen, mit der Welt zu teilen. Unsere Aufgabe ist also nicht in erster Linie die Arbeit. Es ist die Betrachtung Gottes, die wir mit allen teilen. Das, was wir empfangen, ist nicht für uns. Es gehört allen. Maintenant, l'avantage, c'est quoi? Tu regardes? Si je monte la clé. Tang, 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 tang. En fait, l'histoire de la Cora et l'abbaye a commencé avec nos pères fondateurs, Père Dominique. Unsere Geschichte mit der Cora hat mit unserem Gründer Père Dominique ihren Anfang genommen. Damals hatte das Zweite Vatikanische Konzil die Liturgie der Kirche erneuert. Père Dominique hörte damals eines Tages im Radio ein Instrument. Weil er selbst kein Instrument spielte und also nicht wusste, worum es sich handelte, fragte er nach. Es sei eine Cora, sagte man ihm. Einige Zeit später kam dann ein Griot zu ihm, der eine traditionelle Cora hatte. Als der Griot zu spielen anfing, begann Père Dominique, gregorianische Choräle zu singen. Später wurde ihm eine Cora geschenkt. Auf diese Weise fand die Cora ihren Weg in unsere Liturgie. Après quelque temps, on l'a offert une Cora traditionnelle. C'est comme ça que la Cora a commencé à intégrer la liturgie. Le travail de la Cora du début à la fin, c'est-à-dire du montage de la peau au niveau de la calabasse. Die Arbeit an der Cora von Beginn bis Ende, also vom Spannen der Tierhaut über die Kalebasse bis zum Anbringen der chromatischen Wirbel, ist delikat. Man muss sehr aufpassen. Um die Haut über die Kalebasse zu ziehen, braucht es Kraft. Sie muss perfekt gespannt sein, bevor man sie mit Nägeln fixieren kann. Diese Montage ist eine sehr schwierige Arbeit. Donc ici c'est un travail très difficile. Jedes einzelne Instrument entsteht in präzisester Handarbeit. Die Cora von Chor Moussa ist berühmt. Sie hat ihren Weg auf alle Kontinente gefunden. Vor allem aber begleitet sie die Gebete und Gesänge der Mönche, Tag für Tag. Alors, je vais raconter une petite anecdote.
Ich werde eine kleine Geschichte erzählen. Ein Muslim ist zum Gottesdienst gekommen. Wir wussten es nicht, denn er hatte sich in einer der hinteren Reihen gesetzt. Es war früh morgens um 5 Uhr zum Vigilgebet. Er hat den Gesängen zugehört. Beim Hinausgehen sagte er auf Wolof: Gott ist hier.